Yay, da bin ich wieder an der Stelle, wo ich im letzten Part so dumm gefailt habe. Und ich denke, man muss auch da drunten durch, aber diese Dachelfiecher gehören misshandelt. Sorry, ist so. Die gehören gefoltert in eine Ecke. Dieses Level regt mich so auf. Wenn ich hier noch einmal mache, dann gebe ich gleich ein paar Cheats ein. Nein, aber... Dann reicht's mir echt. Nein! Ich hab's, ich hab's. Da ist das Ziel. Thanks, Gerd. Oh. Super leck. Ja. Donut Trouble. Beziehungsweise man sollte nicht außerhalb des Bildschirms klicken. Ja. Donut Trouble ist das nächste Level. Was doch schon mal ein bisschen entspannter aussieht. Und es gibt hier wieder einen geheimen Sternsplitter-Teil-Dingens, was man finden kann und muss. Wahrscheinlich auch. Ha, sehr entspannt. Auch die Musik, aber nicht du. Und ich treffe einfach nicht. Doch jetzt. Hallo, Julia. Jetzt kann ich mal kurz einen kleinen Trick zeigen, der in SMX existiert. Und zwar kann man von Gegnern, die vereist sind, einfach so hochspringen. Wenn du den grünen Stern willst, ja. Dann musst du dieses Level schaffen, ohne den Checkpoint zu benutzen. Okay. Klingt easy, weil wofür sind Checkpoints da? Richtig, um das Level nicht so zu frustrieren zu machen. Das ist scheiße, würde ich mal sagen. Aber okay. Ich denke mal, ist machbar. Das Level macht mir jetzt auch nicht den... Da wird er getroffen. Macht mir jetzt auch nicht den schwersten Eindruck. So, das Ding darf ich also nicht benutzen. Okay. Weil sonst da hinten wahrscheinlich der Stern deaktiviert wird, ne? Ja. Egal, so lang scheint das Level jetzt ja auch nicht zu sein. Ah, wirklich entspannt. Außer die Kettenhunde, da sind fies. Spaß. Ja. Da lege ich mich fest, das Level ist nicht so schwer. Daraufhin wurde er getroffen und fast wäre er draufgegangen. Spaß! Ja. Da ist der Grünstern, da ist schon das Ziel. Okay, das war wirklich einfach. Wie man einfach so viele One-Ups da geschenkt kriegt. Und da sind wir ja schon beim Boss der vierten Welt. Das geht ganz schnell. Uprising Heights. Ich weiß nicht, sieht mir so ein bisschen nach... modernerer Grafik aus oder auch Sonic so ein bisschen, da erinnere mich gerade so die Blumen dran an die ersten Sonic Games. Ja, könnte sein. Mit den Vögeln auch. Ja, das könnte durchaus sein, dass das Sonic ist. Jo. Jo. Ich glaube, da ist jemand gut. Wie ich einfach immer von diesen Goombas getroffen werde. Was ist das? Achtung, diese fliegenden Grasdinger können fallen. Ja, ich hab's gelesen. Ach, die. Okay. Trotzdem Ease. Jetzt gleich sagte er und starb. Immer diese Goombas.
Was ist denn da los? Was ist da los? Wenn ich zwischendurch mal kurz so das Inventar öfters aufmache, also diese Zwischenscreen, das ist nur, um sich kurz zu orientieren. Macht man in der Regel in SMBX so. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist halt, damit man einen kleinen Durchblick hat durchs Level. Ich nehme jetzt aber auch lieber noch meine... einen Leaf, solange ich ihn hab, weil der ist wirklich vorteilhaft, dieses Level, merke ich schon. Hätte mir auch jemand sagen können, dass diese Wolken da schädlich sind. Anscheinend nicht. Oh, das war knapp. Nein, das Ton ist nicht asynchron. Der Ton ist genau richtig. Die Reaktion kam nur ein bisschen schnell von, spät von mir. Ha? Diese Plattformen sind nicht unendlich. Also mach. Okay. Ach ja, stimmt. Weil, oder? Wieso machst du da keinen Generator von denen dahin? Idiot. Naja, egal. Das ist aber fies, wenn die nicht unendlich sind. Hoffentlich hat man nicht das krasseste Zeitlimit. Hierbei glaube ich aber eher nicht, da diese Episode eher sozial ist. Sagte er und starb. Mal wieder. Bin ich eigentlich so intelligent oder tue ich nur so? Ich dachte, die kommen sofort. Ist gut. Dann warte ich halt einen Moment. Oh, die ist nicht runtergegangen. Schlecht gebaut. Lappen. Ja, das sind einfach vergrößerte von diesen schnellen Untergehdingern. Seitlich bewegt. Mit Moving Layern. Ja, bei mir kriegt ihr Hintergrundwissen, wie das Ganze funktioniert. Zum Selbstnachbauen, zwinker, zwinker. Die Stelle... Ich dachte jetzt schon gerade, wieder der Goomba besiegt mich. Die Stelle da ist wirklich fies. Genauso wie das hier. Auch nicht so einfach. Hauptsache, ich fäll nicht beim Boss. Ich weiß halt auch in der Regel nicht, wer der Boss ist. Oh, die Stelle ist fies. Die ist fies, man muss nämlich hier warten. Okay, ich hab's, ich hab's. Hau ab. Danke. Die Musik ist aber auch ganz schön speedy. Sehr speedy. Ah. Die fallen nicht mal runter. Okay, dann ist das machbar. Oder? Fallen sie runter, dann klärt mich auf. Aber ich glaube nicht, wenn er da gerade schon so war. Hier muss man schnell rüber. Perfekt. Und hier haben wir schon den Boss. Perfekt. Fast, wenn ich nicht an die Feuerblume da oben komme, ist natürlich nicht so gut. Springe auf den Boss, wenn er nicht gelb ist. Hat er Gelbsucht oder warum? Ich krieg doch mal eine Feuerblume. Okay, man muss nur einen Moment warten. Wer ist denn der Boss? Oh. Irgend so ein Blitzvogel. Es sind aber ganz schön viele Blitzbosse. Der letzte Boss war ja auch schon so ein Blitz-Typ. Ich würde mal sagen, Kamehameha. Jetzt kann ich drauf. Okay, immer wenn er blau ist und nicht gelb. Oder eine andere Farbe hat als gelb. Okay. Lass mich raten, gleich werden die Blitze auch noch zu Winkers, ne? Boah, ich habe gerade einen extrem trockenen Hals. Weiß ich auch nicht warum. Okay, der ist aber einfach. Der ist nicht so schwer. Der ist wirklich nicht so schwer, der Boss. Der nimmt halt verschiedene Formen von anderen Gegnern an und dann einfach immer ausweichen. Okay. Das geht. Das ist easy. Komm, mach dein Kamehameha. So. Boah, ist mein Hals trocken. Muss ihn gleich nach ein paar Mal trinken.
Kommt davon, wenn man zwei Parts hintereinander aufnimmt. Der Boss war viel zu einfach und er trifft mich wieder nicht. Aber alle Gumbas. Herzlichen Glückwunsch an mich. Jo. Da geht's zur Kanone. Schieße dich zu Bowsers Vulkan. Oh. Das sieht mir ein bisschen gefährlicher aus. Mit Volcano White. Nee, sorry, ich gehe mal kurz ein Schluck trinken. So, ich hoffe, euch stört es nicht, wenn ich nebenbei noch so einen Halsbonbon trinke. Ah, die Befeuerung sieht hier anders aus. Hier muss man auch schnell sein, weil man sonst nicht durchkommt. Boah, ich brauche wirklich irgendwas mal gegen einen zu trockenen Hals. Oh, das war knapp mit dem Koopa. Wirklich knapp. Da kann man auch so drauf reiten auf solchen gefrorenen Viechern. Und damit komischerweise auch Feuer eliminieren. Na gut, ist Eis. Macht noch Sinn. Aber Feuer kann man mit Eis nicht bekämpfen, oder was? Ah, Dead Logik. Verstehe ich nicht. Hier haben wir schon den Checkpoint. Kommt ganz schön früh. Ist auch kein Geheimnis, wer hier Endboss ist. Ich denke mal, wird Bowser sein. Was anderes würde mich sehr überraschen. Kann natürlich auch immer eine Überraschung sein, aber ich denke eher nicht. Ich nehme auch lieber eine Eisblume, die ist ein bisschen besser als die Feuerblume. Ich denke mal, ich bin ein bisschen skilliger als am Anfang des Projekts, weil ich jetzt wieder ein bisschen mehr... Da war was. Ein bisschen mehr schon gespielt habe wieder. Hoffentlich ist es auch so. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Naja. Ich mag, dass die Lava da so ein bisschen heller ist an den Stellen, wo nichts drunter ist. Da, mein, hier so, da ist dunkler. Cool gemacht. Oh, man muss schnell mit. Könnt ihr das Level jetzt bitte beenden? Will hier nicht noch failen. Vor allem nicht gegen Gumbas, das wäre mir zu peinlich. Na gut, wäre nicht das erste Mal. Oh! Diese Misshits. Nein! Nein! Was seid ihr so, Assi? Macht da eine Flamme hin? Und der Gumba war hinter der Wolke. Kann man das riechen? Nein. Direkt nach dem Checkpoint schön noch einen Giftpilz hinmachen, ne? Oh, das hätte man doch nicht riechen können. Woher auch? Da muss ich mich wirklich mal beschweren. Das ist Kacke. Da ist ein Kettenhund, das sieht man wirklich nicht so gut. Kein Lob an den Entwickler hiervon. Absolut nicht. Sehen wir auch für meinen Geschmack ein bisschen viele von den Wolken. Da sieht man halt absolut nichts. Absolutely nothing. Boah, diese Halsbomben schmecken überhaupt nicht. Sehr, sehr scharf eher. Da war nur ein Giftpilz, brauche ich gar nicht gucken. Nee. Ich hatte das Level schon, das zählt nicht mehr. Wäh, das zählt nicht. Quickshots. Och, diese Misshits immer. Meine Fresse. Ich will auch nicht auf diesen Feuer-Spin jumpen, weil ich weiß nicht, ob es geht. Lieber nicht austesten. Hier, die Stelle ist scheiße.
Komm, gib mir doch einfach einen Pilz. Ich werde nicht schon wieder gleich mit nichts stehen. Tue ich aber. Nice. Die schwierigste Stelle im Level. 2 Zentimeter vor dem... Ich mache einen Cut. Hey, ich bin da. Ich will einen Applaus. Sogar groß, deswegen renne ich jetzt hier einfach durch. Scheiß drauf. Ja. Ja, da haben wir es. Outskill Tanks ist das nächste Level, aber ich habe absolut keine Lust mehr drauf. Deswegen bleibt dran, bis zum nächsten Part von Mario Luigi's Delightful Adventure und tschüss. Ja, das ziehe ich jetzt knallhart durch. Aufnahmestopp, Ende.